Ich hoffe, er hat seine Pizza-Badehose eingepackt. Ach Gott, Mann, der Arme, der hat da gar keinen Bock drauf. Oh Gott, jetzt tut mir leid, jetzt habe ich gelacht. Wenn man einen Bart hat, ist das in der Kälte hilfreich oder eher nicht? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll oder wird es dann peinlich. Ich wollte tatsächlich zur Bundeswehr, um Scharfschütze zu werden. Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu meiner Reaction vom Arctic Warrior. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich losgeht. Und ihr habt auch schon gewartet und gefragt, ob ich eine Reaction machen werde. Und hier ist sie, die allererste. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was uns jetzt hier in diesem Format erwarten wird. Und für alle, die schon die Reaction zu Seven vs. Wild gesehen haben, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Mensch der großen Worte am Anfang, weil ich immer ganz schnell in die Folge reinspringen möchte. Aber hier möchte ich gerne noch mal ein paar Worte loswerden in Folge 1. Als allererstes, falls ihr neu hier auf diesem Kanal seid, dann fühlt euch ganz herzlich willkommen. Ich bin die Chrissy, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe keinerlei Erfahrung im Survival. Ich bin zwar gerne draußen in der Natur unterwegs, bin auch selbsternannte Umweltschützerin, bin gerne wandern, streife mit meinen Kids gerne durch den Wald und so weiter und so fort. Aber von Survival habe ich wirklich gar keinen Plan. Nur das, was ich mir hier auf YouTube oder in irgendwelchen anderen Dokumentationen eben angucke. Und genauso werde ich das ja auch handhaben. Ich werde den Kandidaten keinerlei Tipps oder sowas geben. Ich werde vielleicht die ein oder andere blöde Frage stellen für die Leute da draußen, die sich ein bisschen auskennen. Aber ansonsten, ja, sitze ich einfach hier, habe einfach Spaß an diesem Format, guck mir das einfach gerne an, gebe meinen Senf dazu ab und lerne hoffentlich sehr, sehr, sehr viel dabei. Und wenn ihr dieses Format gut findet, dann geht bitte unbedingt auf den Kanal von Otto und unterstützt ihn dort. Ich sitze hier nur zu Hause, ich gebe nur dumme Kommentare von mir, aber Otto ist derjenige, der das Ganze hier aufgezogen hat. Gebt dem Ganzen bitte bei ihm auf dem Kanal einen Daumen nach oben und kommentiert da auch sehr, sehr gerne, wenn ihr das möchtet, und unterstützt ihn damit einfach ein bisschen. Das wäre ganz großartig. Dann sei noch gesagt, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn wir hier in den Kommentaren ein bisschen diskutieren können, unterschiedlicher Meinung sein können und uns einfach austauschen können. Aber bitte respektvoll, das ist mir ganz, ganz wichtig. Hier werden keine Kandidaten gehatet, keine Organisatoren oder Sponsoren schlecht gemacht. Wenn ihr hier mit mir diskutieren wollt, dann bitte auf respektvolle Art und Weise, so wie ich das hoffentlich auch machen werde. Jetzt haben wir aber genug geschnackt, ihr Lieben. Ich habe hier ein bisschen vorgespult, damit ich dieses schöne Logo bekomme für mein Anfangsgelabere. Jetzt springen wir einmal zum Anfang zurück und schauen mal. Unser Ziel ist es, die Erfahrungen und Herausforderungen der Teilnehmenden möglichst authentisch und ungefiltert darzustellen. Deshalb kann das nachfolgende Programm audiovisuelle Darstellungen von Blut, Verletzungen, Erfrierungen, Erbrechen, Körperflüssigkeiten und medizinischen Eingriffen enthalten. Die Teilnehmenden befinden sich im Rahmen des Projekts in einer fast durchgehenden körperlichen und psychischen Ausnahmesituation. Diese Umstände können für einzelne Zuschauende belastend sein. Finde ich sehr schön, dass das Ganze hier als Triggerwarnung vorwegkommt. Ich bin Mama von 3 Kindern. Blutverletzungen, Kotzerei, ist mir alles egal. Ich bin einigen Kummer gewöhnt. Dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Paramount, sehr cool. Otto, ey, ich freue mich so. Ich habe mir übrigens kuschelig warm angezogen, extra. Damit mir nicht zu kalt wird. Lappland Polarkreis. Minus 25 Grad Celsius. Sehr geile Aufnahmen. Als Fotografin geht mir das Herz auf. Guckt euch mal Otto an hier. Ja, der Bart. Otto. Ich war 12 Jahre Soldat, Fallschirmjäger und dann im Spezialzug, also einer spezialisierten Einheit. Hab nach der Bundeswehr trotzdem noch eine Menge Outdoor immer noch gemacht und hängt da mein Herz dran. Und so vor knapp anderthalb, ja, nicht ganz 2 Jahren, ich überlege das Ganze, weil nach der Bundeswehrzeit habe ich erstmal zivil weitergemacht, das Ganze mal auf YouTube hochzuladen. Also Touren zu machen, über die Bundeswehr zu reden, weil ich tatsächlich noch Reserveoffizierenwärter bin. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So kam ich halt auch mit vielen anderen in Berührung aus dem Bereich, so Outdoor-YouTuber, habe ein paar eigene Projekte hochgefahren, die es gibt. Unter anderem zum Beispiel so ein Ocean Warrior, das war so der von dieser Warrior-Serie so der erste Gedanke.
Oh, da muss ich gleich mal sagen, ihr Lieben, falls ihr den Ocean Warrior nicht kennt, schaut da auch mal sehr, sehr, sehr gerne rein. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war noch recht einfach zu planen. Hatte dann das Glück, zu Seven vs. Wild eingeladen zu werden, also Europas größtes YouTube-Projekt. Durfte das auch gewinnen oder konnte das auch gewinnen. Und hatte immer schon im Kopf, ey, jetzt will ich auch einfach große Projekte machen. Und da kam die Idee zum Arctic Warrior. Alter, war das eine heftige Show. Arctic Warrior. Es ist eine tödliche Umgebung hier. Das Gelände sagt dir mit jedem Meter, die du hier zurücklegst, ey, du gehst hier nicht her, verpiss dich. Alter, das ist viel zu spät. Ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Wir sind in einer tödlichen Klimazone und wir vermischen hier, ich sag mal, diese zivile Welt mit dem Militärischen. Das Allerbeste, was wirklich die Bundeswehr da zu bieten hat. Die beste Möglichkeit natürlich außerhalb in der Natur, das zu machen, ist einfach drauf zu pissen. Brennt ein bisschen. Stefan Pütz. Lich. Am ersten Tag schon so in der Scheiße. So schon meine Hände aus und so fühlt sich's an. Nicht gut. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Draußen geht's echt um die Wurst. Das wird einem erst bewusst, wenn man draußen ist und die erste Nacht in der Kälte verbracht hat. Das ist kein Spaß. Minus 37 Grad. Sascha, wie cool. Was? Erstmal losschnappen. Ich weiß bis jetzt nicht, wie die das überlebt haben. Wir tauen unsere Zahnpasta auf, weil die wieder eingefroren ist. Ich finde es krank, was wir machen müssen, ne? Dunkel aus. Wie bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Pumpe geht. What is your name? Evil Jared Hassel. Okay, get out. Wirst du jemals wieder ans Telefon gehen, wenn Otto anruft? Nein. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Du kommst hierher? Das Einzige, was ich... Oh Gott, lass den raus! Bring, an der Bushaltestelle. Mal eine halbe Stunde auf dem Bus warten. Geil. Geil, geil, geil. Und dann sind die da raus mit dem Hundeschlitten. Die eine mit dem Skilo. Die eine mit dem Helikopter. Sind die eigentlich mit den Hunden unterwegs? Wahrscheinlich nicht, ne? Das würde ich sehr feiern. Ich liebe Hunde sehr, aber wahrscheinlich sind die ja nicht dabei. Die werden ja bestimmt irgendwo ausgesetzt. Alle Schelle, was passiert hier? Und ich durfte dann mit. Mach es gut. Oh, Paulina! Ach, die ist auch so süß. Ja, Mann, ja, Mann, das kann losgehen. Ah, Scheiße. Otto, für dich mache ich das alles, Brudi. Alles für dich mache. Mal einen schönen Gruß an die Organisatoren. Das hat so richtig Arschlöcher. Ja, ich glaube, Otto hat auf jeden Fall den Knacks. Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich am besten. Geil, 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 geil. Einfach nur geil. Ich hab Bock. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Scheiße, Sascha, ey. Ach, wie geil. 72 Stunden bis zur Aussetzung. Alles klar. Wir sind jetzt auf dem Weg und holen die Teilnehmer ab. Die Profis sind ja schon da. Die Profis sind 2 Tage früher angereist, um eine zusätzliche Einweisung zu erhalten. Oh, bitte stellt euch aber nochmal vor. Ich hoffe, sie sitzen alle im Flieger. Ich bin gespannt, ob sie alle ankommen, wenn sie gleich rumdrehen, wenn die Tür aufgeht und man spürt die Kälte. Ich freue mich schon richtig drauf. So eine Idee. Ich muss ja kurz sagen, ich bin ja so ein Typ Mensch, ich hasse Hitze. Ich komme
alles, was wärmer ist als 25 Grad, drehe ich durch. Also auch mein Kreislauf ist dann nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Ich mag das viel, viel, viel lieber, wenn es kalt ist. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was wir hier gerade erleben. Ne? Minus 25 Grad haben wir da vorhin gelesen. Weiß ich nicht, ob ich wieder umgedreht wäre und in den Flieger gestiegen wäre und dann gesagt hätte, na, vielleicht doch Spanien. Von so einem Arctic Warrior oder von der Durchführung kann man ja gar nicht alleine alles machen. Möchte ich ja auch gar nicht, weil ich möchte mit Absicht auch als Teilnehmer drin sein, um gar nicht zu wissen, was passiert denn da alles ganz genau. Und wen habe ich da an meiner Seite? Ich habe einmal natürlich ein Sebo. Wie siehst du denn aus? Sebo Mastermind. Ich bin der Sebo. Shut up, please. Otto und ich haben 2002 kennengelernt, seitdem sind wir Best Buddies, Einsätze durchlebt. Ich habe mit ihm die verrücktesten Lehrgänge gemacht, war mit ihm im Einsatz gewesen. Wir haben nahezu jeden Überlebenslehrgang der Bundeswehr zusammen gemacht. Das härteste, was wir zusammen gemacht haben. Ah, also ist er auch ein Soldat, ehemaliger Soldat oder wie auch immer. Ich kenne ihn nicht. Ich habe allerdings bei Otto auf dem Kanal gesehen, ich habe das Video nicht gesehen, aber da stand irgendwie, dass er hier den Arctic Warrior gerettet hat. Das irgendwie, ne, stand da irgendwie im Titel mit drin und so weiter. Ist mir jetzt schon mal in den ersten 2 Sekunden sehr sympathisch. Ich kenne übrigens nicht viele, die da mitmachen, ne? möchte ich sagen. Aber ich finde es gut, dass die jetzt noch mal hier schön vorgestellt werden. Ist der internationale Combat Survival. Das heißt, Resistance Against Interrogation. Wer? Widerstand gegen Verhörmethoden. 10 Tage alleine ohne Nahrung. Jede Nacht eine Marschstrecke von ja, bis zu 50 Kilometer, Otto wahrscheinlich mehr, weil er macht viel über die Fitness und nicht über das Orientieren. Und am Ende dann eine Gefangenschaftsphase von 36 Stunden mit Stresspositionen, hat gefordert, hat gebissen, aber haben wir beide geschafft. Ich kann mich einfach 1000% auf ihn verlassen. Krass. Ich leite die gesamte Veranstaltung, ich habe alles erkundet, ich habe es organisiert, ich habe das Sicherheitskonzept erstellt und treffe hier alle Führungsentscheidungen. Ich kann jeden überholen und auch den Otto überholen, jemanden aus dem Format rauszunehmen, wenn die Gesundheit es erfordert. Okay, er macht nicht mit. Also er ist kein Profi. Habe ich das richtig verstanden? Er ist quasi so im Hintergrund. Oder? Arctic Warrior. 8 Teams müssen 4 Nächte und 5 Tage in der arktischen Wildnis überleben. Ich sehe jetzt schon Leute, die sagen, es sind ja nur 4 Nächte. Dabei müssen sie täglich einen Marsch von mindestens 8 Kilometern und eine Challenge absolvieren. Und auch hier sehe ich wieder Leute, die irgendwie sagen, 8 Kilometer ist ja nichts. Ja, Klaus. Aber 8 Kilometer, da wo die sind, ne? Nach einem Punktesystem können sich die Teams für das Ausschlussrennen einen Distanzvorsprung erarbeiten. Abschlussrennen. Mhm. Wer dieses Rennen gewinnt, ist Arctic Warrior 2023. Okay. Schauen wir mal. Wie cool. Ah. Evil Jared. Meine Jugend. My name is Jared Hasselhoff und ich bin ein ehemaliger professional Alkoholiker. So, okay, was steht denn hier? So, also er ist ein Amateur, Evil Jared, Bassist, Bloodhound Gang, Sidekick von Joko und Klaas. Okay. Was hat das auf? Ich weiß, wer Joko und Klaas sind, aber ich habe noch nie was von denen geguckt. Aber ich weiß, dass die sehr beliebt sind und so weiter. Was heißt denn Sidekick von Joko und Klaas? Also ich kenne Evil Jared natürlich aus meiner Jugend, Bloodhound Gang, richtig geile Musik. Ich finde es mega geil, dass er mitmacht. Ich bin ja auch ein großer Rocket Beans-Fan. Den Krogi kennt vielleicht einige von euch. Krogi ist befreundet mit Evil Jared. Die beiden haben auch schon richtig, richtig tolle Dinge zusammen gemacht. Und deswegen feiere ich es absolut hart, dass er dabei ist. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da schlagen wird. Und freue mich einfach tierisch, dass er dabei ist. Auch, ich habe auch ein bisschen Musik gespielt. I'm with a B, Backstreet Boys, Baha Men. Ach geil, ich finde den so lustig einfach.
Ja, ja, es gibt einen Kerl, heißt Knossi. Er ist, ich denke, ein YouTuber. Und wir sind befreundet, weil er will eine Band machen. Und er dachte, okay, ich will den besten Bassspieler möglich haben. Und er war nicht verfügbar, so Knossi hat zu mir gekommen. Und Knossi, ich denke, ist befreundet mit Otto. Und Otto hat meine Nummer von Knossi bekommen und hat mich angerufen. Und ja, ich dachte, es war Knossi. Und er hat, oh ja, Knossi, was immer du willst. Ja, ich habe Probleme mit deutschen Akzenten. Ich dachte, es war Knossi. So ich, oh ja, jetzt bin ich endlich auf Knossis YouTube-Channel. Und dann ich komme ich, like, oh, oh, ist Otto. Ups, Otto. Ihr seid gut angekommen. Okay, geile Haarfarbe. Schön, dass du da bist, Mann. Oh, sie sieht man auf jeden Fall im Eis. Das ist gut. So, es ist nicht so kalt. Es geht wirklich. Stefan Pötz, den kenne ich auch. Mit langer Hose, den feiere ich so sehr. Servus. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass ihr da seid. Keine Hallo. Verloren gegangen. Bitte Gerd. Servus. Yvonne, aus Köln. Cool. Bayern. Na jetzt. Also wir haben einen großen Reisebus draußen, verlegen erstmal zur Haupthütte, wo wir was essen können. Ihr kriegt die ganze Ausrüstung erstmal. Das Team ist natürlich schon da, die anderen Einweisungen, noch ein kleines Präsentchen, um weiter voranzukommen, sodass ihr auch mit warmen Klamotten rein starten könnt, sodass man erstmal in Ruhe ankommt. Schön, schön, dass ihr da seid, wirklich. Ich frage mich gerade, Otto muss ja, also denke ich jetzt einfach mal, bestimmt sehr nervös, sehr aufgeregt gewesen sein im Vorfeld, sind alle Teilnehmer da, hat er ja vorhin noch gesagt. Läuft das alles, passt das alles, empfangen sie die ganzen Teilnehmer gut und so weiter und so fort. Da war bestimmt ganz viel Anspannung dabei. Und ich hoffe, dass es dann im Endeffekt so war, wie er sich das vorgestellt hat und dass sich dann auch alle wohlgefühlt haben. Es sind ein paar Meter, wo es, der Bus ist gleich da vorne, es dürfte kurz kalt werden, aber dann seht ihr, wie gut die Klamotten hoffentlich sind danach. Ach, schön. Ich habe auch gedacht, okay, so kalt, da denkt jeder so, was habe ich mir angetan? Nee. Meine Zähne sind arschkalt. Ich meine Zähne waren noch nie denn? In meinem Leben so kalt wie gerade. Es ist wirklich absurd. Kommt ein bisschen bekannt vor. Es ist ein bisschen wie eine Backpfeife. Also am Anfang, wir sind aus dem Flieger gestiegen. Per Zufall saß ich neben Alex. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann meinte Alex so, er ist mal mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Und er meinte, ja, wir müssen ja ein paar Kilometer zurücklegen. Und das macht man eigentlich in 2 Tagen. Und er sagt, 50 Kilometer macht man in 2 Tagen. Und da habe ich zu ihm gesagt, 50 Kilometer mache ich nicht mal im Monat. Meine Maximalstrecke beträgt vom irgendwie Schlafzimmer zum Klo wieder zurück und vielleicht mal maximal in die Küche. Alles klar, Streamer, hä? Aber ich freue mich, es wird super. Oh, unsympathisch TV. Habe ich schon mal gehört. Kenne ich aber nicht. Ich habe noch nichts von ihm gesehen. YouTube-Legende. Oh, okay. Sprach die Frau, die selber mal Let's Plays gemacht hat. Sascha heißt er. Okay, und ist ein Amateur offensichtlich. Das hätte ich jetzt auch so gesehen. Scheint aber so der Dude zu sein, der die Leute widerspiegelt, die das hier gucken, ne? Also auch mich. Sehr schön. Ist mir sehr sympathisch. Hey, ich bin Sascha. Ich bin 28 Jahre alt geworden. Ich mache YouTube-Videos seit 9 Jahren. 2014 habe ich angefangen im September. Bis heute mal weniger, mal mehr. Und das ist meine Tätigkeit. Was machst du denn für Videos? Ah, okay. Ich habe 2-mal draußen geschlafen, aber im Sommer. Das ist ja nochmal was anderes. Das Einzige, was ich an Outdoor-Erfahrung mitbringe, an der Bushaltestelle mal eine halbe Stunde auf den Bus warten. Aber auch schon ein paar Jahre her. Also, ich kann es mir so wenig vorstellen, dass ich euch jetzt gerade nicht mal so ein Gefühl geben kann, dass ich draußen schlafen werde. Das geht nicht. Also ich sage, es ist auch nicht möglich. Aber muss ja irgendwie, ne? Auch ein bisschen Angst, ne? Verstehe ich. Ich würde mir ein Zäpfchen machen. In die Thermounterhose. Du begreifst das wahrscheinlich alles gar nicht. Du begreifst das noch nicht. Ja, komm, setz mich auch von hin. Ich hab das süß, die 2. Ich hatte in den 90er Jahren, früher, 2000 Jahre, es gibt lange, lange Tracte von Zeit, dass ich dich erinnern kann, weil ich so ein Alkoholiker war. So, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ich habe für 6 oder 7 Tage draußen geschlafen, aber wenn wir machen es diesmal, es ist das erste Mal nüchtern, dass ich draußen schlafen. Ich schmunzel jetzt hier so ein bisschen. Natürlich ist Alkoholkonsum nichts zum Schmunzeln oder Schmunzeln, oder wenn er selber sagt, er ist lange Zeit Alkoholiker gewesen. Ich finde es aber gut, dass er darüber so redet und dass er das nicht vertuscht. Und wahrscheinlich kannst du das auch nicht vertuschen, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, wie er es tut.
Finde ich gut. Finde ich gut von ihm. Aber war damals die Temperatur? Wie war die Temperatur damals? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass es ein bisschen warmer war, wenn ich auf meine Hose gepinkelt. So, das ist meine Geheimwaffe für hier. Okay, nein, danke. Heute geht es um die Wildcards, also quasi um euch als Community. Wer ist von euch mit dabei? Also ich habe ein Bewerbungsvideo gemacht. Ich bin Franziska, bin 35 Jahre alt. Meine Entscheidung fiel dann aufgrund einer Bauchentscheidung auf Franziska. Oh. Okay, also die ist so alt wie ich. Also diese Kälte, ich glaube, so ein auf die Schlagkälte haben, so ins kalte Wasser rein oder irgendwas so, das stelle ich mir spannend vor, das ist nur überwinden. Aber die, wenn sich die so in den Körper reinfrisst, also wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mir so kalt ist und ich mich einfach nicht warm kriege, diese Vorstellung, ja. Ich habe Respekt vor der Kälte dort bin einfach gespannt, ob was... Lolo-Maus, ach, das ist ja trollig. Wildcard-Gewinnerin Nummer 2. Okay, also wie gesagt, ich feiere ihre Haarfarbe hart, sehr. Und wenn ihr was passiert, dann kann man sie gut finden. Auf mich zukommt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und sehen, was das alles mit sich bringt, was die Situation so hergibt. Also mache ich das auch mal. Okay, Lolo-Maus, Wildcard-Gewinnerin, Abenteurerin und YouTuberin. Sehr schön. Ich bin die Lolo-Maus. Ihr könnt mich aber auch gerne Anne Lolo nennen, so nennen mich meine Freunde. Ich habe mich hier beworben zum Arctic Warrior. Und habe die Wildcard bekommen. Und das ist wirklich für mich eine Riesenehre, die Community vertreten zu dürfen. Das glaube ich. Ich freue mich am meisten wirklich auf das Wetter. Also ich hoffe, wir haben gutes Wetter, denn dann ist es umso schöner. Also mit gutem Wetter meine ich, dass wir hoffentlich vielleicht mal das Sonnenlicht erhaschen können. Ich glaube, das wird so Balsam für die Seele ja, sein. Das ist so das Mentale dann, ne? So, wen haben wir denn hier? Yvonne Pferrer. Oh Gott, es tut mir sehr leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Schauspielerin und Travel-Bloggerin. Oh, da bin ich ja bei Bloggerin, Travel-Bloggerin, da bin ich ja auch in der ersten Reihe, ne? Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin Yvonne, ich komme aus Köln und bin als Schauspielerin aktiv. Scheint auch so eine Frohnatur zu sein. Finde ich gut. Der Otto hat mich kontaktiert und ich habe recht spontan und naiv zugesagt. Du, Otto hatte mir das ganze Format kurz geschildert. Stefan! Ich war ja schon beim Ocean Warrior dabei und ich bin ja tendenziell jemand, ich liebe Herausforderungen. Und er hat mir das erzählt. Ich habe gesagt, klar, ich mache mit, ich bin dabei. Sag mir nur wann und ich bin am Start. Sofort. Ja, okay. Stefan Pütz, MMA-Kämpfer, Tierschützer und YouTuber. Ja, ich habe hier, ich glaube, den sieht man nicht. Sieht man ihn? Meinen schönen Mission Erde-Pulli. Ich mag ihn so, so, so gerne. Er ist einfach so ein ultrasympathischer Typ. Und er und Evil Jared sind die einzigen beiden, glaube ich, die ich tatsächlich kenne, also die ich schon vorher, also Stefan verfolge ich auch schon, klingt auch wie so eine kranke Stalkerin, ne? Schon seit längerer Zeit auf YouTube, auf Instagram. Bitte guckt seine Instagram-Stories an mit den Hunden, es ist großartig. Er ist jetzt mittlerweile bei Mission Erde dabei und so weiter. Es ist ganz toll, was er da für Projekte auf die Beine stellt. Allgemein auch sein YouTube-Kanal und so weiter, ne? Ultra sympathische Person einfach und ich bin so, so, so froh, dass er dabei ist und ich hoffe, er hat seine Pizza-Badehose eingepackt. Mein Name ist Stefan Pütz, ich bin Profisportler, ich kämpfe MMA, Mixed Martial Arts. Ich glaube übrigens, er ist dran schuld, dass Sascha Huber nicht teilnehmen kann. Mir hat dieser Competition-Gedanke, diese Challenge, diese physische Challenge schon immer gefallen. Dieser Facettenreichtum dieses Sports ist so faszinierend, weil man einen Kampf auf so viele Arten und Weisen gestalten kann. Das möchte ich machen, das ist genau mein Ding. Du meinst mit Gestalten deinen Gegner. Genau, Gegner kampfunfähig machen. Ja. Es gibt jede Menge Möglichkeiten beim MMA. Es gibt Submissions, also Aufgabegriffe, Würgegriffe, Hebel auf die Gelenke. Ja, es gibt den klassischen Rear Naked Choke, also ein klassisches Beispiel für eine Submission, für einen Aufgabegriff, wo man
mit einem Würgegriff arbeitet, ist zum Beispiel ein Rear Naked Choke. Das heißt, ich habe den Rücken des Gegners und schnüre sozusagen die Sauerstoffversorgung, Blutzufuhr zum Gehirn ab. Und dadurch kommt natürlich dann eine Aufgabe zustande des Gegners, wenn er klug ist in dem Moment, weil er sonst einschläft. Und ich habe den Kampf damit gewonnen. Ich glaube, es wird nicht viel geben. Ja. So ein paar gefrorene Bären, die man irgendwie ausgraben wird. Oh, wen haben wir hier? Ruthless Cat Abenteurer, YouTuber und Alex heißt er. Kenne ich nicht. Gar nicht. Mein Name ist Alex, ich komme aus Kaiserslautern und führe einen YouTube-Kanal mit dem Thema Abenteuerreisen. Oh, okay. Gehe ich hin. Habe ich Bock drauf. Sehr geil. Eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Ich bin wahrscheinlich der erste Kandidat, der gefragt wurde oder eingeladen wurde für den Arctic Warrior. Da war ich damals in Madeira und habe die Inselüberquerung gemacht. Und genau an dem Tag hat sich ein riesen Felsen gelöst, direkt über mir. Ich musste um mein Leben rennen. Also ich bin echt um mein Haar fast gestorben. War eine Riesensache auf Madeira auch. 15 Minuten später, in etwa 20 Minuten später, hat sich Otto bei mir gemeldet, weil ich unter seinem Kommentar für den Ocean Warrior mich beschwert habe, wieso gab es kein Bewerbungsverfahren. Und dann haben wir schnell die Nummern ausgetauscht, telefoniert und genau, geplant war für den Ocean Warrior. Und er hat mir von seinen Plänen erzählt, dass es einen Arctic Warrior geben wird. Und ich habe mich dann sofort, okay, wenn ein Arctic Warrior, da sehe ich mich. Cool. Ich glaub, das wird auch ein sehr sympathisch. Nur sympathische Leute bis jetzt. Also essen kann ich alles. Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Aber es sollte halt irgendwas geben, was man essen kann. Wird man schon was finden? Keine Ahnung. So, Gerd Schönfelder haben wir hier, Paralympics-Skilegende. Okay, 16-facher Goldmedaillengewinner, 14-facher Weltmeister, Hall of Fame des deutschen Sports. Oh je, sollte man ihn kennen, es tut mir sehr leid. Aber schau mal. Ja, ich bin der Gerd. Durch ein paar glückliche Umstände, sag ich jetzt mal, habe ich die Chance eben gekriegt, dass ich erstens einmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine paralympische Skimannschaft gibt und ich auch den Kontakt herstellen konnte und da war ich dann das erste Mal dabei und das war natürlich genau meins. Also habe schon einiges erlebt. Dann bin ich ja in der Tat der Älteste hier. Alt, alt, behindert. Einschneidend war natürlich der Unfall mit 19 Jahren. Wo ich den Arm verloren habe und meine Hand so schwer verletzt habe. Also dann wurde auch der Zeh transplantiert. Sein Zeh. Wusstest du gar nicht. Ach, krass. Das ist ein Zeh. Ja. Wow. Also ich habe immer noch 10 Zehen. Ich hoffe, ich habe nach dem Event auch noch 10. Wenn von den anderen einer sich einen Finger erfriert, ist das vielleicht scheiße, aber bei mir wären es halt dann 50% von der Hand. Das ist ziemlich bitter. Also das darf nicht passieren. Da hätte ich schon Schiss davor. Ja, das wurde gemacht, damit ich greifen konnte, damit ich Funktion habe in der Hand. Weil mit einem Finger kann man Nasen bohren und da ist der Daumen eigentlich auch nicht so der Richtige. Das waren auch so die Aussagen von meinem Umfeld. Die haben es alle gut gemeint und die haben alle gewusst, ich bin ein Sportler. Ich bin ein guter Fußballer, ich bin ein sehr guter Skifahrer gewesen. Und dann hast du gehört, naja, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt musst du halt andere Sachen machen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment. Also, das jetzt mich da so abzuschreiben, das, also ich wusste noch nicht, wie ich das mache, aber mir war klar, das muss ich mir und auch den anderen noch beweisen, dass ich das schon noch kann. Und das war schon mal so das hat mich an meinen, ich sag mal, sportlichen Ehrgeiz gepackt. 1992, also gut 2 Jahre nach dem Unfall, Albertville, dann kam Lillehammer, dann kam Nagano, Salt Lake City, Turin und Vancouver. Und in der Zeit habe ich 22 Medaillen gewonnen, 16 goldene. Und in der gleichen Zeit waren ein paar Weltmeisterschaften auch noch, da habe ich 14 Mal gewonnen. Auch noch nebenbei. Noch 30 Titel. Für mich krass. Von der Skisport. Der mir ja, mehr oder weniger ja, mich ein bisschen rehabilitiert hat, zurück ins Leben. Und das hat mir sehr gut getan. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist ja jetzt schon 34 Jahre her, würde ich mal sagen, das erste Jahr war richtig scheiße.
mit allem, was so war, rauf und runter und neue Situationen. Aber danach waren es 33 geile Jahre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Krass. Was, also, wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Oder ich kenne ihn ja auch noch nicht. Nur wenn man hier sich jemand 2 Minuten vorstellt, kennt man die Person ja nicht. Aber das scheint eine richtig, richtig krasse Kämpfernatur zu sein. Sehr, sehr krass. Ich bewundere sowieso jeden, der da mitmacht. Aber wenn jemand noch so eine Geschichte dahinter hat, dann hat das für mich nochmal so eine ganz andere Ebene irgendwie. Finde ich krass. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie er sich da schlagen wird. Ich mag den Aufbau des Videos total gerne. Dieses ein paar stellen sich vor, dann kommen wieder ein paar Eindrücke. Richtig geil. Headquarter. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. In Finnland. Winterschuhe. Ich rutsche keinen Meter. Boah, wie krass das gerade sein muss für die einfach. Hast du schon gemacht? Die lernen sich gerade zum ersten Mal kennen, ne? Die Profis und die Amateure. Erleben, wie Stefan Pütz sein Nahrungsfenster öffnet. Geil. Das würde ich auch gerne mal erleben. Das würde ich auch gerne mal in live erleben. Hast du schon gemacht? Ich habe schon gefressen. Ich habe schon gegessen, ja? Vorhin doch. Oder? Der sieht schon ziemlich fett aus, ne? Ja, ich glaube, der kann was. Ich schmutze mal raus. Das ist der... Ah, nee, das ist kein der Wilderness. Der Wilderness, okay. Ja. Komfort minus 18. Jeder bekommt die gleiche Ausrüstung, glaube ich, ne? Viele werden wir nicht. Die werden ausgestattet. Okay, Rucksack gibt's on top. Sehe schon Thermoskanne, ganz wichtig. Paracord. Feuerstahl. Feuerstahl bei Feuer machen bei minus 26 Grad. Schön, dass alle jetzt zusammen sind. Ich habe am Anfang nie gedacht, so bei so einer Liste, ja, wie Floyd das dann sind, wenn sie ein echter da sind. Ich glaube, ich weiß, viele haben Hunger mitgebracht. Lass uns erstmal essen, danach hole ich euch alle ab. Wer ist überhaupt in diesem Raum? Was ist der Hintergrund? Aber ich habe erstmal was essen und dann, ja, könnt ihr vorbeigehen, schon mal sehen, was dann Ausrüstung wartet für die, die es noch nicht haben, bevor ihr euch kennenlernt. Deswegen ruhig, einfach essen. So, I don't know what's the dinner for today, but... Hello, welcome all. My name is Sanna, and this is my husband Tony, and we are your local hosts. And today we have made you a dinner. It's very traditional Lapis salted reindeer and mashed potatoes with lingonberry jam and pickled cucumbers and some salad. And there was a few vegetarian. Please ask the food from me. Oh, sehr, sehr süß. Okay. Thank you. Perfect. Sehr, sehr lieb. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ein traditionelles Gericht mit Mashed Potatoes, also Kartoffelbrei, nehme ich mal an, und Rentier. Und jetzt, ich weiß schon, dass jetzt einige fragen werden, was würdest du denn machen als Vegetarierin beziehungsweise angehende Veganerin, die ich bin? Ich würde es essen. Ich würde es essen, beziehungsweise sie hat ja gesagt, ansonsten soll man sich melden und so weiter. Aber ich glaube, in so einer Situation isst du einfach das, was da ist. Da machst du dir keine Gedanken darüber. Ich meine, das Rentier wird ja jetzt auch nicht aus der Massentierhaltung kommen, ne? Nehme ich mal an. Und von daher, ich würde es tatsächlich essen, denke ich, weil du einfach froh darüber bist, dass du was zu essen hast. Und auch wenn du da draußen unterwegs bist und irgendjemand erlegt dir da irgendein Tier, höchstwahrscheinlich würde ich es essen, ja. Sehr sympathisch auch wieder. Und ich finde es gut, dass Otto gesagt hat, esst erstmal was, bevor es dann losgeht. So, vielen, vielen Dank, wirklich, dass ihr alle da seid. Euch wollte ich einmal wirklich persönlich begrüßen. Hab auch ein kleines Präsent für euch.
wo ihr ein bisschen vorsichtig mit um sein gehen solltet. Ihr werdet es gleich schon sehen. Ja, deswegen fangen wir mit der Sascha an einmal. Und zwar gibt es für jeden Teilnehmer Messer, die ja, es nur einmal gibt. Unfassbar scharf. Ich kann es vorwegnehmen. Zwei Profis haben sich schon geschnitten damit. Oh Gott. Also wenn ihr mit rumspielt. Ich hasse Messer. Ja? Also ich habe auch daheim so wenig Messer wie möglich, weil okay. Ich Angst habe. Ich habe neulich eins vom Markt bekommen, ja. Muss ich meinem Dad schenken. Ja? Aber das nehme ich natürlich mit also, dir an. Ihr könnt es ja so machen, in den Rucksack verpacken und einfach nur angucken. Ja, du kannst ja, du nimmst es und dann sagst du, komm Sascha, jetzt hier fünf Minuten kannst du mit Messer kannst mal ein bisschen spielen, genau. Schnitzen. Wir haben auch Schnittschutzhandschuhe und alles. Passt drauf auf, ist einfach als kleines Präsent, als Andenken. Das ist mit dem, ja, extra angefertigt von so einer... Schreibt noch einmal einen dummen Kommentar unter mein Video. Ja, schön, dass du da bist. So. Ey, danke, dass ich da... Schnitten, ne? Ja. Ja. Absicht, aber alles Absicht. Oh, ich hab gewusst, ich soll nicht Erster sein. Okay, eine Schleife. Genau. Nein, der hat sich wirklich geschnitten. Messer. Erste Verletzung. Dritter, der sich geschnitten hat. Mike, wir haben einen Medic da. Nein, das gibt's doch nicht. Oh Gott, Otto, gerade Schuss. Nein. Aber das bin okay. Original ich. Ich bin original wie hieß er? Sascha, ne? Wäre mir genauso passiert. Ja. Bevor wir mit den Tag. Ach nein. Aber dann können sie jetzt gleich erstmal üben. Ja, was hast du getan? Sind die Medics gut? Wie läuft sowas ab? Jetzt traut sich keiner mehr, das Messer anzunehmen. Sorry, dass ich lachen muss, aber ich habe jetzt auch gedacht, hey, du verarschst mich doch jetzt. Ja. Ey, ich wusste es. Deswegen hasse ich Messer. Aber ist nicht schlimm. Mach erstmal kurz Druck drauf. Ist nicht schlimm, oder? Gucken wir uns nach. Ist nicht schlimm, oder? Hey, wie ist das gerade passiert? Ey, ich hab natürlich wieder einen dummen Witz gemacht. Da wollte ich es reinpacken, es war nicht drin. Der Finger ist noch dran. Finger ist noch dran, ne? Die sollen es besser nicht rausholen. Die sollen es besser drin lassen. Ach, wie geil ist das denn? Wir halten es jetzt mal kurz 5 Minuten, ja, dass die Blutung aufhört. Okay. Weil sonst das Einzige, was passiert ist, wenn ich es jetzt anschaue und auseinanderziehe... Paramedic, der Mike. Dann sifft es wieder raus. Ja, okay. Ja, und dann sehe ich auch nichts. Ey, ich bin noch nicht mal 2 Stunden hier. Ich habe gegessen, ich habe was getrunken und dann das. Ja. Auch noch nicht willkommen in meiner Welt. Das stimmt, ja. Stell dir vor, das wäre davor passiert, ne? Der Ärger war so groß. Sehr froh, dass es nicht in den Fuß gefallen ist. Stimmt, ja. Alter, noch Glück im Unglück, oder? Also der Profi, der mit ihm unterwegs sein muss, der hat doch gerade schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, oder? Ich kann es nicht glauben. Wissen die das eigentlich schon? Wir haben eigentlich noch einen weiteren im Bunde, aber wir haben nur 16 Messer. Das heißt, auf jeden Fall geht auch nach Österreich noch eins. Muss nur noch gerade allerdings produziert werden. Ja, Silent Outdoors, quasi der, nicht Ersatz, sondern wie soll man sagen, Backup, falls jemand von den Teilnehmern nämlich in den nächsten Tagen sagt, boah Otto, ich habe mir das nicht so vorgestellt, ist zu kalt, ist zu anstrengend, deswegen an euch auch nochmal, dann ist das alles andere als eine Schande, ne, zu sagen, boah, der Körper, ja. Das ist einfach ein bisschen zu viel. Dann haben wir die österreichische Power, die da steht, oh, das machen wir. Oh, ich hätte mich so gefreut, wenn er einfach mitgemacht hätte und nicht nur in Anführungsstrichen Backup ist. Ich habe nicht viele Bewerber gesehen, ihn allerdings schon, den Florian, und ich fand ihn so unglaublich sympathisch. Ich fand ihn so unglaublich sympathisch und ich finde es total spannend, was er da alles macht. Und ich hätte es sehr gefeiert, wenn er quasi direkt mit dabei gewesen wäre. Also hier steht Silent Outdoors, Autospezialist, stiller YouTuber und Florian heißt er. Ein ganz, ganz, ganz interessanter Charakter und ja, schade, dass er in Anführungsstrichen nur Backup ist. Ich muss aber dazu sagen, das, was Otto gerade schon gesagt hat, wenn jetzt irgendeiner merkt, in den nächsten, was haben wir jetzt gesagt? 72 Stunden war es, ne? Beziehungsweise, nee, die Teilnehmer kamen, ist ja auch wurscht. In dieser Vorbereitungsphase da, wenn dann irgendwie einer sagt, nee, er will doch nicht mitmachen und so weiter, ist das absolut keine Schande. Ich glaube, wenn man sich da bewirbt oder wenn man dazu sagt, ich glaube, man ist sich einfach nicht bewusst, man kann sich ja nicht bewusst sein, was man da eigentlich macht. Und wenn man dann dort ist und dann für sich selber feststellt, okay, ich will das nicht und das ist einfach meine Grenze und man sagt, man geht nicht, ey, dann sollen alle anderen Leute, die wie ich hier zu Hause sitzen und irgendwelche Reactions machen, bitte die Klappe halten und das erstmal selber auf die Ketten kriegen. Ne? Also ist keine Schande. Ich bin der Florian, bin 38 Jahre alt, komme aus Kärnten, bin verheiratet und Vater von 4 Kindern.
drehe aber auch YouTube-Videos für meinen Kanal Silent Outdoors, der sich mit den Bereichen Bushcraft, Natur und Fischen beschäftigt. Achso, jetzt habe ich das mit dem stillen YouTuber verstanden. Deswegen Silent Outdoors. Das sind Videos, die Zuschauer mitnehmen sollen. Also ich erzähle eine Geschichte, ohne eigentlich ein Wort zu sagen. Richtig, richtig geiler Kanal. Und? Jetzt sei doch nicht so neugierig, hey. Ist ja wie beim Kinderkriegen. So, ja, komm, sag mal was. Was, da kommen neugierige Leute rein? Aber geht, oder? Alter, ich weiß es noch nicht. Lass mir doch mal Zeit. Okay. Oh Gott, arme Otto. Okay. Ich will jetzt mit meinen Händen irgendwie reingehen. Das ist tief. Weiß ich nicht. Ein Schnitt in den Finger. Das ist blutet, ja. Also er hat sich ein bisschen Hautlappen reingeschnitten. Also Hautlappen musst du halt immer gucken, wie tief der Hautlappen reingeht. Ne? Weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst den sauber machen, du kannst den zuklappen und du kannst den festmachen und dann wächst das Ding direkt wieder fest. Da musst du nur aufpassen, weil es am Finger ist, wenn er damit rumfummelt, dann ist die Belastung auf dem Finger und dann reißt sie halt schnell immer wieder auf. Ne? Das heißt, wenn es zu tief ist, muss es halt, vor allem wenn er jetzt demnächst noch irgendwie was Sportliches machen will, die nächsten 5 Tage, ja, muss man halt überlegen, ob man es nähen lässt. Damit es besser hält einfach. Oh Gott, na der Arme. Ja, normalerweise, sonst wenn es zu Hause wäre, wäre es egal, würdest du sagen, okay, du klappst das Ding drauf, das Ding hält, ja, zur Not irgendwann fällt der Hautlappen ab, es vernarbt und so weiter. Aber wenn er jetzt halt noch irgendwie was mit der Hand machen will die ganze Zeit, und es ist vorne am Finger, dann kann es halt sein, dass es immer wieder aufreißt und wenn er dann draußen ist, dann kann es sein, dass es infiziert und so weiter und das willst du ja nicht. Ja? So. Also das Schlimmste, was passiert, ist, dass du es jetzt noch genäht haben musst. Das macht aber das ist nicht schlimm, ja, das sage ich halt jetzt einfach so, ne, aber... Ach Gott, Mann, der Arme, der hat da gar keinen Bock drauf. Oh Gott, jetzt tut er mir leid, jetzt habe ich gelacht. Aber er hat auch am Anfang noch gelacht. Das tut mir sehr leid für ihn gerade, weil ich selber weiß, wie das ist. Ich schneide mir ständig in den Finger und ich habe mir auch schon richtig böse in den Finger geschnitten. Ich weiß, wie das blutet, wie weh das tut. Und das Ding ist, du brauchst ja deine Finger, wenn du da unterwegs bist. Wie der Matti gerade gesagt hat, wenn du zu Hause bist, okay, aber wenn du da jetzt unterwegs bist, dann wirst du es dir ja immer wieder irgendwie aufmachen und so weiter und so fort. Deswegen ist Nähen natürlich... Die bessere Variante, genäht zu werden, ist nicht schlimm. Ich sage das jetzt einfach so, für mich persönlich nicht schlimm, aber wenn da jemand irgendwie eine Phobie vorhat oder es gibt ja auch Leute, die haben Probleme mit Spritzen oder können kein Blut sehen oder was auch immer und ich will das hier in keinster Weise irgendwie kleinreden. Und er guckt jetzt gerade so, als hätte er da so gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie Schiss hat, er kann nicht mitmachen oder ob das wegen dieser Nähgeschichte ist oder wie auch immer. Oh Gott, nein. Ach Mann. So, damit ist einer schon mal ausgeschieden. Nee. So leicht geht das nicht, ja? So, jetzt kannst du mal kurz filmen. Ja. Jetzt kannst du mal kurz filmen. Ach Mann, nein. Oh ja, das ist schon fies, ne? Oh, das ist schon fies. Das wird wahrscheinlich nicht einfach so wieder... Also nicht, dass ich jetzt eine irgendwie Sache ich anmerken. Und zwar, wir haben Medic zwei wäre, Leute aber hier im Raum. Einmal hinten rechts mit der Mütze auf und der Sturmhaube drin, obwohl es nicht kalt ist. Den Tom. Tom ist freigegeben worden vom, was dürfen wir sagen? Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte. Achtet bitte darauf, dass der Tom, wenn ihr irgendwo Bilder macht, nicht zu sehen ist vom Gesicht her, sondern einfach zu. Wir haben noch jemanden, da kann ich noch nicht mal den Namen nennen. Mr. X in der Ecke, zeig zumindest mal das Gesicht. Genau, da ist es noch wichtiger, gar nicht erst auf dem Bild zu sein. Okay, so. Krass. Ich kann es leider nicht genau, also, ne, genau erklären, würde einfach genau schon jedem klar sein, okay, wo kommt ihr her? Also das, man kann irgendwie sagen, natürlich das, was heute noch zu bieten hat. Und ja, guckt einfach, dass die bei, also er nie ganz, nie auf gar kein Bild drauf ist, und bei ihm nur mit Bedeckung, ja. Sonst sind sie ganz nett, sehr nett, sehr freundlich. Können bei allem unterstützen, stehen auch mit Rat und Tat da zur Seite. Nur da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir da dann ja, die beiden Jungs nicht mit drauf haben. Was machen die? So, ansonsten. Also warum sind die beiden da? Sind die irgendwie im Hintergrund? Sind die da, wenn irgendwas passiert? Sind die als Hilfsteam irgendwie da? Das wäre jetzt noch interessant gewesen zu wissen, was jetzt der Mr. X macht. Okay, das darf keiner wissen. Krass. Wahrscheinlich der geblurrt wurde vorhin. Krass, okay. Ich würde jetzt da sitzen und mir denken, oh Gott. Aber ja, ich denke mal, wie Otto schon gesagt hat, das sind sehr nette Leute. Mich würde jetzt interessieren, warum die da sind, was die da machen. Ich habe ein, zwei Leute, zu denen ich was sagen wollte. Erstmal schön, dass ihr da seid. Die Cabin, hier ist so diese ja, große eine Ansammlung.
Wir verlegen nachher rüber, wo wir die Unterkunft haben, nachdem jeder seine Ausrüstung bekommt. Dabei gebe ich gleich an Sebo. Sebo. Also ich bin der Sebo. Ich habe versucht, die Ideen, die von allen Seiten eingeprasselt sind, irgendwie zusammenzufassen. Also ich habe verbrochen, was ihr erleben werdet teilweise. Oh, seid oh. mir bitte nicht so sauer. Ich hoffe, es macht Spaß, weil ich glaube, es ist absolut geil. Wichtig ist, dass ihr morgen alle euren Skianzug, den ihr mitbringen solltet, dabei habt. Also die Wechselklamotten, die ihr, wenn es nass werden sollte, benutzt. Ich will, dass ich weiß. Man muss so sagen, und Sebo wird alles vormachen. Also, und kaltes Wasser ist meine Nemesis. Ich würde so. Endgegner. Du gibst mir vielleicht was von deiner Superkraft, Stefan. Das wäre gut. Mit dem kalten Wasser. Ich hätte vorher mal mit Stefan Pitz ein bisschen Eisbaden sollen. Warrior Village, wie Santo Lodge, wie geil. Also wir testen jetzt Jared sein Sleeping Bag. Wir haben jetzt nämlich schon herausgefunden, dass es ein One-Size-Paket ist, also es gibt kein extra large. Und wie groß bist du? In Meters? Yeah. 6'4". Ja, also ich muss schätzen, irgendwie 1,95 irgendwie sowas. Okay, er hat's reingeschafft. Ja, sehr gut. Stefan Pütz ist, glaube ich, 1,98, ne? Oder 1,96? Oh, you have a big advantage, actually, with the sleeping bag. You can put out your arms outside. And ach, Quatsch, echt? I guess it's on that one. Kannst du da deine Arme rausstrecken? Oder was? Ach. Wie geil ist das denn bitte? Take care of the fire in my day. Well, I don't think this is supposed to go out. This is so the other guys can come and pretend to give you the wank. I'm pretty sure. Alright, well that's I can see where that would come in handy. Yeah. Okay. Mission erfolgreich abgeschlossen, er passt rein. Ach, wie geil. Ach, die Dinger haben doch irgendeinen Namen, oder? Schon wieder vergessen. Ja. Ja, was machen wir gerade? Wir machen eine Ausstellung. Ich mag seinen Humor. Ich mag seinen Humor. Muss doch mal auf Toilette. Kennen wir alle. Wir kennen es alle. Ach Gott. Stunden bis zur Aussetzung. Alle Teilnehmer werden für die gesamte Zeit mit mehreren GoPros ausgestattet. Das ist mein Gesicht und meine Stimmung am ersten Tag, Trainingstag. Mich interessiert natürlich, wie gesagt, ich bin Fotografin, ich habe auch ein paar Kameras zu Hause rumfliegen und ich habe auch zwei GoPros zu Hause rumfliegen und mich interessiert natürlich brennend, was haben Sie für welche? Haben Sie die neueste, haben Sie die 11er, haben Sie die 9er, haben Sie die 10er? Das sind doch alles Infos, die wir wissen müssen, Leute, für diese ganzen Gierlappen, wie ich eine bin. Direkt im Vergleich, wenn ich wieder hier bin. Ich weiß nicht an welchem Tag, aber mein Finger geht's. Ich habe vorher noch was ausgepackt und dann habe ich so Druck drauf gehabt. Das hat kurz wehgetan, das war scheiße. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, das sehr gut verheilt ist über Nacht. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr guter Dinge, ja. Mhm. Aber guck mal, wir sehen alle gleich aus. Ja. Ey, ich freue mich. Also, ich beobachte Stefan schon die ganze Zeit. Ich versuche auch, das auf den Teller zu kriegen, was er so isst. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen, aber irgendwie habe ich auch Bock drauf. Okay. Sascha und Paulina. Die anderen Sekten sind weg, oder? Perfekt, let's go. Ich wieder stark. Ach, wie schön. Ich freue mich, die beiden zu sehen. Das wird wieder schlimmer, oder? Nach unserem Unfall? Na, das ist Paulina, meine mittlerweile. Wie lange ist Sascha Hober und Paulina Wallner, Fitness-YouTuber und seit 6 Jahren ein Paar. Und die sind so süß, die beiden. Geht mal bitte auf die beiden Kanäle von denen. Sascha hat ja auch bei Seven vs. Wild mitgemacht. Ich kannte ihn vorher nicht, aber
unglaublich sympathisch, hat eine super tolle Einstellung. Ganz, ganz toll, die beiden zusammen. Es ist herrlich. Ist schon her. Hilf mal. Sechsjährige Freundin. Ja. Und ja, wir gehen durch dick und dünn. Wir sind also ein super Team. Also ich war ja mit Otto auf der St. Mary's Wildinsel im gleichen Zimmer. Wir haben uns super verstanden. Ich wäre natürlich deswegen sehr gerne dabei gewesen, weil Otto als Zimmerkollege oder Kamerad habe ich natürlich motivieren können. Und ich habe gesagt, ich bin bei jedem Spaß zu haben, den du machst. Ich bin immer am Start. Und ja, ein Mann, ein Wort. Ich habe versucht, das Ganze einzuhalten. Aber, so wie das Schicksal so will, vor gut zwei, drei Wochen kommt der Ehrenmann Stefan Pütz. Und dann war das Knie kaputt. Ne? Das bringt doch nichts. Ich bin gut dehnbar, Bro. Du stinkst, Mann. Aber er macht es gut. Er gibt nicht einfach den Rücken her. Er dreht sich raus, er weiß, es ist Gefahr. Ich merke das, gell? Ja, 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 ja. Aber Stefan kann auch mal zum Körper gehen. Ja, und dann war. Oh mein Gott, der Arme, ey. Er hat das alles mitverfolgt. Ist da wie rausgesprungen? Ja. Ja, ist natürlich eine falsche Bewegung. Ja, führt zu schlimmen Schmerzen. Auf alle Fälle, vor zwei, drei Wochen haben wir leider das MPFL-Band gerissen im Knie. Und dann habe ich sofort Otto angerufen und gesagt, Otto, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, du hast die Story gesehen, Band ist abgerissen, aber halt mir den Platz frei bis zum letzten Tag. Und ja, Reha, also Kai Pflaume hat mir wirklich super Ärzte da empfohlen. Ich war bei super Ärzte-Team. Und ja, wirklich die besten Ärzte und bin herumgefahren, habe alles gegeben, damit ich einfach fit bin. Reha, alles, volles Programm. Und dann ein paar Stunden davor oder ein, zwei Tage davor gesagt, Otto, leider, es geht einfach wirklich nicht. Was soll ich machen? Mann. Aber ich komme vorbei, ich unterstütze das Projekt vor oder hinter der Kamera, wo ich unterstützen kann. Ich bin da. Man sieht nur bei manchen, die waren schon ein bisschen im Einsatz. Otto zum Beispiel. Ich finde es sehr, sehr geil, dass Sascha mitgekommen ist, obwohl er nicht dran teilnehmen kann, dass er Otto in irgendeiner Art und Weise im Hintergrund unterstützt und so. Das zeigt einfach wieder diesen Charakter, den ich gerade angesprochen habe. Ganz, ganz großartig. Hut ab, dass er mitgekommen ist, trotz dieser Verletzung. Und dass er bis zuletzt unbedingt mitmachen wollte, großartig. Ein ganz, ganz großes Vorbild für mich, der Sascha. Anzug, komplett dreckig. Hier der Anzug. Hier war jemand mal richtig geil auf dem Bauch runterrutscht, hatte ein bisschen Spaß schon. Ist aber auch wichtig. Auch mal Kind. Ja. Immer Spaß haben. Wenn man aufhört zu lachen, läuft was falsch im Leben. So. Ich habe extra meinen Bart wachsen lassen, dass ich im Gesicht nicht so frieren kann. Das ist mein Bart nach drei Wochen. So, jetzt alle bitte die Jacke herstellen, den Carinthia-Patch. Von der linken Seite abmachen, auf die rechte Seite aufsetzen, sodass wir gleich hier die Teampatch drauf machen können. Ansonsten legt die Rucksäcke weg, guckt, dass ihr gut aussieht. Wir gehen runter und dann geht's los. Ich frage mich gerade, das ist jetzt vielleicht wieder eine dumme Frage, ne? Aber ich frage mich gerade, wenn man einen Bart hat, ist das in der Kälte hilfreich oder eher nicht? Schützt dich das vor der Kälte? Wärmt es dein Gesicht nochmal ein bisschen? Aber wenn er nass ist und einfriert, hat es ja wahrscheinlich dann wieder Nachteile, oder? Das ist ja dann wie so mit nassen Haaren. Also sind ja nasse Haare. Teamzuteilung. Okay, ich bin sehr gespannt. Boah, ich lieb's einfach. Es ist so geil gemacht bis jetzt. Also die wissen selber noch nicht, gut, ich weiß, ihr seid wer mit wem. Wer wird euer Partner für den Arctic Warrior 2023? Ich hoffe, wir machen jeden irgendwo damit glücklich und ich glaube, wir haben, und ich bin 100% davon überzeugt, dass wir richtig geile Teams haben. Also Otto weiß selber auch nicht, wen er bekommt, oder? Ich würde als erstes bitte gern den unsympathischen TV nach vorne bitten und den Otto. Unser Team Lila, Laila macht geiler. Otto und... Das finde ich ja geil. Okay, okay. Otto Bulletproof EGB, EGB Fallschirmjäger, ist natürlich ein Profi und er bekommt also unsympathisch TV. Ich werde, glaube ich, Sascha sagen, ne? Wir sind uns einig, ist besser. deswegen hat er vielleicht vorhin so die... Obwohl, er wusste es ja wahrscheinlich nicht. Aber ich bin nicht sicher, ob Otto schon im Vorfeld wusste, wen er bekommt oder nicht. Ich schätze mal nicht.
Finde ich gut. Ich glaube, die beiden, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, Otto, wenn du Otto an deiner Seite hast, dann schaffst du auch alles. Okay, jetzt werden die Profis vorgestellt, also. Oh, wir sind so beide Typen, wir passen da gar nicht in. Ja, das glaubst du an mir tatsächlich. Ich war im Fitnessstudio. Ja. Die werden sich alle einmal warm anziehen da draußen. Geil. Team Lila. Okay, also die haben Farben. Ich weiß, Otto weiß auch nicht, dass er eine angezogene Handbremse mit sich hat. Als nächstes bitte ich den lieben Tom nach vorne. Ach, okay, ach, das ist doch ein Profi. Ach, das ist doch der, wo vorhin gesagt wurde, hier nur, ne? Okay, Angehöriger des KSK. Alles klar. Okay, ey, vor dem hätte ich, glaube ich, Angst. Ich bin der Tom, wo ich herkomme. Darf ich nicht sagen. Und was ich mache, darf ich auch nicht sagen. Okay. Ich habe vor allem eine Gebirgs-Winterkampfausbildung genießen dürfen und eine Klimazonenausbildung, die exakt auf das, was hier beim Arctic Warrior gebraucht wird, passen. Wir haben überlegt, dem mit dem Wissen, wen geben wir dir an die Seite. Wir haben uns für die liebe Yvonne entschieden. Viel Spaß! Also alle Leute vom Team haben schon gesagt, wow, du hast Tom, du bist in guten Händen, der ist wirklich super. Und klar, ich habe das jetzt natürlich noch nicht alles so gesehen, das werden wir dann in der Wildnis wirklich sehen, ob sich das wirklich hier bewährt, aber ich fühle mich erstmal sicher. Tatjana! Jägerbataillon 25. Ich sag euch jetzt mal was, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich muss auch sagen, ich hoffe, ich darf das hier sagen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie dumm von der Seite angemacht werde. Ich habe so ein bisschen meine Vorurteile gegenüber der Bundeswehr. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was lerne. Ich habe schon ganz viel durch Otto gelernt, was er so in seinen Videos mal erzählt hat und so weiter und so fort. Ich finde es schön, wie er erzählt, was er da erzählt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was das da bedeutet, was sie da macht. Und ich hoffe einfach, dass ich durch dieses Format vielleicht auch noch mal einen anderen Einblick bekomme und vielleicht meine Meinung dann auch ein bisschen geändert werden kann. Und ich da einfach noch ein bisschen was zu lernen. Ich bin die Tatjana, komme aus Österreich, genau zu sagen aus Kärnten und bin seit 8 Jahren beim Bundesheer. Also Bundesheer ist quasi das die österreichische Bundeswehr. Zum Bundesheer bin ich eigentlich gekommen, muss jetzt sagen, durch eine Bekannte. Ich möchte übrigens noch ganz kurz betonen, dass ich ebenfalls mir eine Zeit lang überlegt hatte, zur Bundeswehr zu gehen. Tatsächlich. Zur Polizei gehen, und die hat dann gesagt, schau dir doch einfach mal das beim Bundesheer an. Die sagt getan, diesen Girls, die was wir haben, in die verschiedenen Kasernen angeschaut, sofort den Vertrag unterschrieben. War genau meins. Ja, sehr schön, das war gut. Die Maschine, Stefan Pütt. Er hat die Pizza, er hat's dabei. Aber der rennt jetzt nicht die ganze Zeit so rum, oder? Team Rot. Ich fange mal so an, was er von mir lernen kann, ist definitiv, weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist hergekommen und hat gesagt so, du kannst aber eh Feier machen, oder? Also schätze mal, da können wir schon lernen. Ich habe es ihm heute nämlich schon kurz gezeigt, wie es funktioniert. Und habe ihm auch darauf hingewiesen, dass ich es einmal mache. Und dann die nächsten Tage kann er das immer wieder schön probieren. Also ich glaube, das wird für ihn auch ein Erfolg sein, weil ich glaube, das kann er nicht. Philipp! Für dich natürlich extra blau-weiß. Ich hoffe, das kommt dir entgegen. Gebirgsjäger. Okay. Auch keine Ahnung, was die so machen. Ich bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen Allgäu. Da ist es wirklich sehr schön. In meinem Alltag bin ich natürlich beruflich viel unterwegs. Ich bin Zeitsoldat im Hochgebirgsjägerzug. Mich macht zum Profi für den Arctic Warrior erstens meine Ausbildung bei der Bundeswehr. Gerade in dieser Klimazone waren wir schon viel unterwegs. Ich habe verschiedene Lehrgänge besucht, Bergrettungslehrgänge, Sommer wie Winter. Ich bin ausgebildeter Luftretter bei der Bundeswehr. Und darum denke ich, dass ich das meinem Schützling sehr gut weitergeben kann. Und damit wir auch in der Geschichte bleiben, bitte ich den lieben Gerd nach vorne. Blau-Weiß, das bayerische Team.
Aber hallo. Korrekt. Sehr schön. Dann bitte Manuel, der Buschwerker. Hey, was für ein Ding? Heeresaufklärer. Okay. Ich komme aus dem wunderschönen Oberfranken, ehemaliger Zeitsoldat und Grüße aus Mittelfranken. Outdoor, Survival und Fieldcraft YouTube-Kanal namens Buschwerker. Warum ich ein Profi bin, das müsst ihr in erster Linie Otto fragen, denn ich habe mich ursprünglich als Wildcard beworben. Willkommen bei Buschwerker, ich bin der Manu und das ist meine Bewerbung für den Arctic Warrior. Die habe ich übrigens auch laufen, gesehen. Ich kann beißen, es ist für mich kein Problem, wenn es mal wehtut, wenn es kalt ist, wenn es nass ist. Ich bin physisch und psychisch in der Lage, das zu überstehen, da mitzuziehen und auch meinen Mitstreiter da nicht zu gefährden. Durch meine Zeit bei der Bundeswehr, bei den Heeresaufklärern, lag mein Schwerpunkt natürlich auch auf Weitlaufen, viel Gepäck, Überleben in harschen Zonen, Gebieten. Schon im Stream hieß es im Chat, das ist aber kein Anfänger oder auch kein Buddy. Gut, damit habe ich eigentlich meine Chance so ein bisschen flöten gehen sehen. Dann habe ich allerdings relativ zeitnah bei Instagram eine Nachricht gehabt von Otto. Otto hat mich angerufen und gesagt, Manu, pass auf, wir hätten dich unglaublich gern als Profi dabei. Und du bekommst... Das finde ich aber richtig krass. Du bewirbst dich als Amateur, wirst plötzlich zum Profi und bekommst jetzt einen Amateur an die Seite. Das muss ja richtig, richtig krass sein. Für ihn auch mental eine unglaubliche Herausforderung, weil er jetzt natürlich auch dann irgendwo bestimmt zeigen will, dass er das auch kann, dass er diesem Posten des Profis auch irgendwie Herr werden kann. Hahaha, Herr ist auf. Na, okay, komm. Krass, finde ich krass. Sehr, sehr spannend. Kommt den Alex. Du plus Cat. Geil. Eine sehr, sehr, sehr geile Kombination. Haben Sie ihm jetzt wahrscheinlich mit Alex, hieß er, einen nicht ganz so amateurhaftigen Amateur an die Seite gestellt, wie es vielleicht unsympathisch TV ist? Ich glaube, die beiden werden sich gut ergänzen. Also auch wenn ich jetzt beide noch nicht kenne, aber so vom ersten Eindruck her... Cooles Team. Babyblau. Team Babyblau. Ich glaube, wir ergänzen uns in einer Sache ziemlich gut. Manu ist eher so der Soldat, so getrimmt auf Survival und Ordnung und Überleben und Sicherheit. Und bei mir ist es so, ich kletter erstmal auf einen Güterwaggon, fahre mal 700 Kilometer und schau, was passiert. Als nächstes sein einmal natürlich grün für Infanterie, ne? Oh, Infanterie kenne ich. Sahin, okay, Scharfschütze. Sahin, 35 Jahre alt, seit 2009 bei der Bundeswehr, jetzt mittlerweile in der... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll oder wird es dann peinlich. Ich wollte tatsächlich zur Bundeswehr, um Scharfschütze zu werden. Zeit eben diverse Lehrgänge besucht, Übungen, Nürnberg. Einsätze. Kann er da halt stehen? Hallo. Solche Herausforderungen wie hier, so lebensfeindliche Herausforderungen, gerade mit der Kälte, in gewisser Weise vorbereitet haben. Hochgebirgslehrgänge, Einsätze, Afghanistan minus 20 Grad. Und ich denke, das hat mich so ein bisschen vorbereitet auf Situationen wie diese. Haben wir uns überlegt, Franziska. Ihr steht schon gut, aber ich würde das gerne noch ein bisschen tauschen. Hauke, geh du mal bitte da in die Mitte. Oh, ein Fremdenlegionär. Den einzigen, den ich kenne, ist Thomas Gast. Der sieht ein bisschen aus wie... jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der berühmte Kletterer aus Norwegen. Ja, also ich heiße Hauke Kühl. Ich bin mit 17 schon zur Bundeswehr, Fallschirmjäger. Hab dort auch Otto und die anderen kennengelernt. War nach der Bundeswehr auch immer in der Fremdenlegion. Ich war Fallschirmjäger, ich war in der Legion. Ja, ich weiß nicht, ob mich das zum Elite-Soldaten macht. Es macht mich einfach zu einem erfahrenen Soldaten, denke ich, der
das nötige Know-how mitbringt. Ja, war deswegen auch ganz froh, dass Otto mal angerufen hat, dass ich mal wieder rauskomme und nochmal gucken kann, ob ich es noch drauf habe. Und jetzt der Melo bitte noch nach außen. Survival-Ausbilder. Okay. Mein Name ist Melo, bin 37 Jahre alt. Ich komme vom Bodensee. Ich bin Survival-Ausbilder der Bundeswehr und ein guter Bekannter von Otto. Du siehst sehr sympathisch aus. Ich finde, für mich persönlich ist die Arktis mit Abstand die gefährlichste Klimazone, aber auch die Klimazone, in der ich mich tatsächlich am wohlsten fühle. Und dann haben wir eigentlich die Team. Ich weiß ja nicht, was ich für einen Partner kriegen werde. Ich hoffe, einen relativ ruhigen Typen, der klar im Kopf ist. Wir haben unser Team. Ja. Evil Jared. Und Lord of Arms. Er ist auch mit Scheiße, aber vielleicht nützlich. Das wird interessant, das wird lustig. Er kann mich dann auch gerne fertig machen. Habe ich kein Problem. Ich schub sie einmal in den Schnee und das ist gut. Geil. Geil, geil, geil. Team Orange. Und Team Gelb. Ich feiere es sehr, vor allem die Kombi hier. Geil. Nee, wenn Otto gerade nicht da ist, ich habe mir extra eine Frage aufgespart, die erzähle ich euch jetzt. Ich weiß noch nicht, wie man draußen richtig aufs Klo geht. Also Otto, falls du das siehst, das wird, sobald wir, und das schwöre ich dir, die ersten Meter gemacht haben, nur zu zweit, die Frage kommt direkt. Direkt. Hört mir jetzt jeder genau zu, der Spaß hat jetzt Ende. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Wie bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Wir brauchen hier die Sicherheit, dass jeder alleine aus dem Eis rauskommt. Wenn man nicht alleine rauskommt, wird man hier sterben. Ich dachte mir so, ey, der hat keinen Bock wahrscheinlich gerade hier zu stehen. Ich habe keinen Bock da reinzugehen, weil wir es nicht einfach skippen. Ich hoffe, die erste Folge des Arctic Warriors hat euch gefallen. Ja. Wenn ja, dann abonniert super gerne den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht warten wollt, dann könnt ihr tatsächlich 7 Tage vorher schon die nächsten Folgen anschauen. Und zwar auf Paramount Plus. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Sehr, sehr, sehr geil. Hallo Robert. Wartet, ich... Nein! Das will ich nicht. Ich wollte doch wieder zurück. Wie komme ich denn jetzt hier wieder schön zurück? Machen wir hier mal ein Päuschen. Und dann möchte ich hier gerne dieses wunderschöne Endbild haben mit all den Kandidaten. All den Kandidaten, das wäre schön. Also Otto, ich muss sagen, mir hat die erste Folge sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich fand es großartig, wie ihr die Teilnehmer vorgestellt habt, dass es nicht so hintereinander weg war, sondern wie ich schon gemeint habe, dass es immer so Stück für Stück war. Man hat einen ganz kurzen Einblick bekommen zu den Leuten, die Teams wurden vorgestellt, richtig, richtig gut gemacht, richtig tolle Bilder zwischendurch. Da freue ich mich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr drauf, einfach diese ganzen Eindrücke aus Lappland zu bekommen und ich finde es richtig toll. Ich finde, ihr habt euch ein großartiges Konzept überlegt, auch wenn wir noch gar nicht alles wissen. Ich finde es wahnsinnig interessant, was das für Teilnehmer sind, was das für Charaktere sind. Der Trailer ist großartig gemacht, der macht richtig Bock auf mehr. Und wie Otto gerade gesagt hat und das auch, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ihr dieses Projekt mögt, dann geht bitte auf seinen Kanal, abonniert den Kanal, lasst ihm bitte auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und nehmt euch die 2 Minuten, auch einen lieben Kommentar zu schreiben. Das unterstützt sehr, sehr, sehr solche Projekte. Und ich verlinke euch unten seinen Kanal. Ich verlinke euch unten auch alle anderen Kanäle, sofern vorhanden, von den Teilnehmern und gerne auch diesen Paramount-Link werde ich auch gerne mit einfügen. Und ja, ihr Lieben, ansonsten bin ich wahnsinnig gespannt darauf, wie das weitergeht in Folge 2. Ich bin sehr gehypt, ich habe sehr viel Bock drauf und Otto hatte zwar gesagt, dass es keine 24-Stunden-Frist gibt und man kann quasi direkt, sobald
die Folge online kommt. Ich meine, sie kommen immer sonntags um 17 Uhr. Kann man gleich in den Stream gehen und mit seiner Community gucken und so weiter. Ich nehme das jetzt hier immer so für mich alleine auf, weil ich nicht die Zeit dazu habe, das am Sonntag direkt zu gucken. Ich schaue aber immer, dass ich es dann am Montag um 17 Uhr, also 24 Stunden später, auch wenn es diese Sperre in Anführungsstrichen nicht gibt, aber dass ich dann das halt dann hochlade. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in Folge 2 wieder, ihr Lieben. Macht's gut.